Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung der Hessischen Ministerin der Justiz betreffend digitale Agenda für das Recht. 20 Minuten Redezeit je Fraktion. Das ist die Orientierungslinie für Sie, Frau Ministerin. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die digitale Agenda für das Recht. Wir befinden uns inmitten einer Revolution, und entgegen der üblichen Vorstellung, dass eine Revolution mit viel Krawall, Toten und Verletzten einhergeht, kommt die digitale Revolution in Form von Updates, Beta-Versionen und Klicks daher. Mit wenigen Klicks kann unsere technische Welt lahmgelegt werden, und auch Menschen können sterben. Die digitale Revolution dringt dabei in Lebensbereiche ein, die wir bisher als ureigenste Intimsphäre verstanden haben. Und deshalb brauchen wir dringend Schutzmechanismen. Unsere Rechtsordnung, das Bürgerliche Gesetzbuch, das Strafgesetzbuch ist in der alten, nicht digitalen Welt entstanden und hat uns in der alten Welt Schutz geboten. Über all die Jahre, die Schriftform war immer das Grundlegende und die gegenständlichen Sachen. Vieles ist anwendbar, aber es gibt auch viele Lücken in der neuen Zeit. Und deshalb müssen wir mit der Zeit gehen. Wir brauchen eine digitale Agenda für das Recht. Die Digitalisierung verändert unsere Welt in einem Ausmaß, die wir uns vor 5 Jahren noch nicht vorstellen konnten. Und ich bin sicher, dass wir auch heute kaum eine Vorstellung davon haben, wie es in 5 Jahren denn aussehen mag. Dabei hat das Medium Internet unsere persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten signifikant erweitert. Insbesondere die sozialen Medien spielen dabei eine große Rolle. Vor allem die ortsungebundene mobile Verfügbarkeit des Internets, aber auch die Möglichkeit der Vernetzung bislang getrennter Systeme treiben die Digitalisierung der Welt voran. Niemals zuvor haben dabei die Menschen aller Schichten und aller Kontinente so stark von einer technischen Entwicklung profitiert. Aber auch niemals zuvor waren so viele Menschen den Gefahren einer technischen Entwicklung ausgesetzt. Denn was als Erleichterung des täglichen Lebens in allen Bereichen daherkommt, protokolliert und erfasst persönliche Daten, Standorte, Mobilität und Kommunikationsgewohnheiten, über die die Nutzer die Kontrolle teilweise oder ganz an die Anbieter solcher Programme verlieren können. Dabei ist die Bequemlichkeit des Einzelnen die gefährliche Begleitmusik der digitalen Revolution. Das Ziel der Landesregierung ist es, dass jeder von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren kann, denn sie schafft nicht zuletzt Wohlstand und Arbeitsplätze. Aber gleichzeitig müssen mit allen Mitteln des Rechtsstaates die Nutzer vor Angriffen aus dem Netz geschützt werden. Wir können es nicht zulassen, dass mit jedem Innovationsschritt im Internet der Schutz der Bürgerinnen und Bürger gefährdet ist. Und deshalb müssen wir die Digitalisierung angehen und der Digitalisierung ein rechtliches Rückgrat geben, die digitale Agenda für das Recht. Der Gesetzgeber, die Damen und Herren Abgeordneten hier im Parlament und auch im Deutschen Bundestag sind aufgerufen, Antworten und Regelungen für ganz unterschiedliche Lebensbereiche zu finden, die sich durch die Digitalisierung rasant verändern. Und wir müssen sehen, dass die Lücken durch die Rechtsordnung geschlossen werden. Die Hessische Landesregierung stellt sich den Herausforderungen, die die schnell voranschreitende Vernetzung und Digitalisierung für die Gesetzgebung und Rechtsanwendung mit sich bringen. Im Bereich der Justiz haben wir viele Initiativen auf Ebene der Fachministerkonferenzen gestartet, uns an bundesweiten Arbeitsgruppen beteiligt, Gesetzentwürfe auf Ebene des Bundesrates eingebracht und selbstverständlich auch auf operativer Ebene bei Staatsanwaltschaften und Gerichten spezielle Schwerpunkte gebildet. Unser Ziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger in einem digitalisierten Umfeld rechtssicher, selbstbestimmt
und frei leben und handeln können. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das betrifft das Zivilrecht, das Strafrecht, aber auch vor allen Dingen das Strafprozessrecht und das Zivilprozessrecht. Dafür arbeiten wir mit aller Kraft. Die Digitalisierung und Vernetzung des Alltags eröffnet neue Angriffsflächen für kriminelle Aktivitäten in einem nie dagewesenen Ausmaß. Und deshalb wird das Internet längst als der größte Tatort der Welt bezeichnet. Für erfolgreiche Cyberattacken braucht man derzeit vielfach nicht mehr als einen PC und einen Internetanschluss. Entsprechende Angriffswerkzeuge und Methoden sind einfach und kostengünstig verfügbar. Und diese Werkzeuge wollen wir den Kriminellen mit unserer Botnetz-Initiative wirksam aus der Hand schlagen. Der Kampf gegen Internetkriminalität für eine digitale Agenda für das Recht ist eine große Herausforderung für die Zukunft, weil mit jeder technischen Entwicklung und neuen Innovationen das Recht mitgehen muss. Und deshalb haben wir unter anderem eine Initiative Hessens gestartet. Es gibt seit dem letzten Herbst den neuen Straftatbestand der Datenhehlerei im Strafgesetzbuch, der eine wichtige Lücke geschlossen hat, den Kriminelle bis dahin ausgenutzt haben. Mit unserer Bundesratsinitiative zur Bekämpfung der Botnetzkriminalität, das wird auch als sogenannter digitaler Hausfriedensbruch bezeichnet, setzen wir konsequent diesen Weg fort. Mit dieser Initiative verfolgen wir den Gedanken, bereits das schlichte Gebrauchsrecht an IT-Systemen, unabhängig davon, ob bereits Daten auf diesen Systemen verändert, ausgespäht oder zerstört worden sind, einen strafrechtlichen Schutz zu unterstellen. Und dieses bloße Nutzen eines Computers zu Hause, was die allermeisten nicht merken, bietet eine Infrastruktur für schädliche Schadsoftware, die bisher die größte Gefahr ist, komplette Netze zu beschädigen. Und deswegen ist diese Initiative auch von den Justizministern einstimmig beschlossen worden. Und wir haben den Hintergrund aller 16 Länder hinter uns. Und ich hoffe, dass dieser Gesetzentwurf im Bundesrat jetzt schnell beschlossen werden wird. Wir sind eines der ersten Länder gewesen, die eine Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität eingerichtet haben, eine bundesweit führende Strafverfolgungsbehörde, die weit über die Grenzen Deutschlands bekannt und geschätzt wird. Dort sitzen Spezialisten, Staatsanwälte, die internetaffin sind, Top-Fachleute, die aus der Praxiserfahrung immer wieder darauf hinweisen, welche Strafbarkeitslücken es gibt. Ich will an dieser Stelle herzlichen Dank diesen innovativen Staatsanwälten sagen, denn alle Initiativen, die wir im Moment in die Gesetzesberatung einbringen, stammen aus der Praxiserfahrung dieser innovativen Internetstaatsanwälte. Die IT-Sicherheit ist in Hessen zu Hause mit dem Fraunhofer-Institut SIT, die sich für sichere Informationstechnologie einsetzen, ein europäisches Forschungszentrum in der grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung. Mit dem Fraunhofer-Institut in Darmstadt tauschen wir aus dem Justizbereich Entwicklungen aus und beraten über Sicherheitslücken und deren strafrechtliche Bewertung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zahlreiche Rechtsprobleme, die durch die Nutzung des Mediums Internet aufgeworfen werden, sind ungelöst. Davon will ich ein paar nennen. Fehlende gesetzliche Regelungen für die E-Mail-Überwachung, für die Quellentelekommunikationsüberwachung, für die Online-Durchsuchung elektronischer Speichermedien sowie für die beschleunigte, grenzüberschreitende Sicherung digitaler Beweismittel. Die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte behelfen sich, soweit rechtlich möglich, mit der Anwendung von Rechtsnormen, die ursprünglich für völlig andere Sachverhalte und Kommunikationsformen vorgesehen waren. Beispielsweise wird bei der E-Mail-Überwachung teilweise auf überkommene Regelungen zur Postbeschlagnahme oder teilweise auf Regelungen zur Beschlagnahme von körperlichen Gegenständen zurückgegriffen. Vielfach lässt sich das Fehlen
zeitgemäßer und notwendiger Ermächtigungsgrundlagen aber nicht kompensieren, so etwa bei der Online-Durchsuchung elektronischer Speichermedien. Täter verschlüsseln ihre Endgeräte oder speichern ihre Daten in der Cloud. Herkömmliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen sind damit wirkungslos, da die Täter Daten wegen der Verschlüsselung der Speichermedien nicht auswertbar sind oder bei externer Speicherung in der Cloud gar nicht aufgefunden werden können. Das effektivste Mittel für einen erfolgreichen Zugriff auf die Täterdaten im unverschlüsselten Zustand und bei externer Speicherung ist die verdeckte Online-Durchsuchung, die aber derzeit in der Strafprozessordnung keine Rechtsgrundlage hat. Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine riesige Lücke, die geschlossen werden muss. Staatsanwaltschaften, Gerichte und die Polizei benötigen dringend zeitgemäße Mittel, um Datenspuren zu sichern und Täter überführen zu können. In diesem Zusammenhang gilt es auch, mit adäquaten rechtlichen Instrumenten der Grenzenlosigkeit des Internets zu begegnen. Auf der einen Seite profitieren die Täter ungehindert von der Möglichkeit, über Internet in Echtzeit weltweit grenzüberschreitend Straftaten zu begehen. Und auf der anderen Seite erschweren Unterschiede in nationalen Gesetzeswerken die Erforderlichkeit von Maßnahmen im internationalen Rechtshilfeverfahren eine effektive Strafverfolgung zu gewährleisten. Und deshalb habe ich etwas eingebracht, was die Unzulänglichkeit der grenzüberschreitenden Datenübermittlung und die Sicherung digitaler Beweismittel eingeht. Die Terroranschläge von Brüssel haben bewiesen, dass es da Probleme gibt. Und auf der Justizministerkonferenz, die vor wenigen Wochen stattgefunden hat in Brandenburg, habe ich eine Initiative eingebracht, die einstimmig beschlossen worden ist. Es geht um die Sicherung digitaler Beweismittel. Und deshalb will ich darauf hinweisen, dass der Justizminister es bisher versäumt hat, die Vorgaben zur beschleunigten grenzüberschreitenden Sicherung digitaler Beweismittel auf den Weg zu bringen. Es gibt nämlich eine Cybercrime Convention, dem Budapester Abkommen über Computerkriminalität aus dem Jahre 2001, die in nationales Recht umzusetzen ist. Wir müssen, wie es in der Cybercrime Convention verpflichtend vorgesehen ist, eine nationale Rechtsgrundlage schaffen. Und diese Regelung muss es den deutschen und ausländischen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, beweiserhebliche Daten in den Händen deutscher Provider vor der Löschung zu bewahren und sie zu verpflichten, diese Daten für einen Zeitraum von bis zu 60 Tagen zu speichern. Was heißt das konkret? Ausländische Staaten haben einen Verdacht, dass ein Provider etwas hat, was sie für die Ermittlungen brauchen. Und dann fragen die in Deutschland an. Und wir haben bisher nicht genügend Mittel, um das effektiv zu sichern. Mit dieser Umsetzung könnte man die Provider verpflichten, 60 Tage die Beweise zu sichern. Und damit könnte man international anders zuschlagen, als wir das bisher könnten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb will ich darauf hinweisen, dass auch diese Initiative eine Initiative ist, die auf breite Zustimmung bei den Ministern auf der Länderebene gestoßen ist. Die Umsetzung dieser ganzen Vorhaben haben eine europäische Dimension. Und deshalb werden wir jetzt ein Expertengespräch mit Vertretern der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments zum Thema grenzüberschreitende Verbesserung der Sicherung digitaler Beweismittel in Brüssel machen, um uns auch auf europäischer Ebene auszutauschen. Die niederländische Ratspräsidentschaft hat mit großem Elan das Thema Digitalisierung vorangebracht, und wir in Hessen sind mit unseren Spezialisten gefragt. Ich will zu einem ganz anderen Thema kommen. Der Kampf gegen Internetkriminalität ist auch der Kampf gegen Hasskriminalität im Internet. Der Anstieg extremistisch motivierter Straftaten, unabhängig davon, ob sie einen politischen, religiösen oder anderweitigen Hintergrund haben, muss jedem von uns Sorgen bereiten. Im vermeintlichen Schutz der Anonymität werden Beleidigungsdelikte begangen, die bis in den Bereich der Volksverhetzung gehen. Es werden Drohungen ausgestoßen und ganze Personenkreise verunglimpft.
Ich will darauf hinweisen, alle diese Handlungen sind in der realen Welt strafbar, und sie sind es auch in der digitalen Welt. Das wissen die allermeisten nicht. Sie glauben, dass man sich im Internet da sozusagen frei bewegen könnte. Und deshalb müssen wir den Strafverfolgungsbehörden entsprechende Möglichkeiten in die Hand geben, solche Straftaten schnell und wirkungsvoll aufzuklären. Und es gibt an einer Stelle einen Änderungsbedarf. Betreiber von Social-Media-Plattformen, Anbieter von Instant-Messaging-Diensten und andere sollen künftig verpflichtet werden, den Strafverfolgungsbehörden auf Verlangen Auskünfte über die Identität der Nutzer unmittelbar zu erteilen. Außerdem wollen wir, dass strafbare Inhalte, insbesondere Äußerungen mit rassistischem, fremdenfeindlichen oder sonst menschenverachtendem Charakter, vor ihrer Entfernung gesichert werden, damit das am Ende für die Strafverfolgungsbehörden weiter nutzbar ist. Und das auch dann, wenn die Unternehmen ihren Sitz in den USA oder in einem anderen Drittstaat haben. Denn es kann nicht sein, dass Anbieter sozialer Medien zwar in Deutschland ihr Geld verdienen, mit den Strafverfolgungsbehörden aber nur über den langwierigen Weg der internationalen Rechtshilfe zusammenarbeiten. Hier geht es darum, dass Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung stärker als bisher wahrnehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein ganz anderes Thema will ich noch ansprechen, E-Justice. Da geht es um die Digitalisierung in der Justiz, die elektronische Akte und alles, was damit zusammenhängt. Die Auswirkungen in diesem Bereich in der Praxis sind zu sehen daran, dass die Verwaltungsgerichte gut ausgestattet sind und dass wir mit Modellgerichten bundesweit inzwischen die Kommunikation zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Verwaltungsgerichten innerhalb von Minuten sicherstellen können. Die Bearbeitungszeiten seit Februar sind 6 Monate kürzer, als wir das in der Vergangenheit hatten, sodass am Ende die elektronischen Verfahren vor Gericht zu einer enormen Beschleunigung führen. Zentrales Schutzschriftenregister hat es früher nicht gegeben. Schutzschriften sind vorbeugende Verteidigungsschriftsätze gegen erwartete Anträge auf Arrest oder einstweilige Verfügungen. Man kann jetzt bundesweit auf diese Register zugreifen, die Hessen entwickelt hat. Zum bürgerlichen Gesetzbuch will ich noch einige Fragen aufwerfen, an die viele von Ihnen gar nicht denken. Bei der Digitalisierung geht es z.B. um Fragen in Zukunft, welche Vertragsbeziehungen bestehen beim Streaming oder in sozialen Netzwerken? Besteht ein Bedürfnis für eigentumsähnliche Rechte an Daten, die man übertragen kann, in die man vollstrecken kann oder die Teil der Insolvenzmasse werden? Was gehört zum digitalen Nachlass? Welche Rechte haben Erben an den elektronischen Accounts der Erblasser, den darin befindlichen Daten wie E-Mails und Kundenbewertungen oder an Nutzungsrechten für E-Books, Musik oder Videos? All das sind Alltagsfragen, die die großen rechtlichen Herausforderungen im Internet darstellen. Und nicht zuletzt das Recht des Schutzes der Persönlichkeit spielt eine große Rolle. Einen aktuellen Bereich will ich noch ansprechen. In diesen Zeiten, heute Abend ist wieder Fußball, Europameisterschaft in Frankreich, und viele von Ihnen haben vor Augen die Ausschreitungen der Hooligans. Und auch in diesem Bereich will ich darauf hinweisen, dass gewaltbereite Hooligans, die mit einer elektronischen Fußfessel ausgestattet werden, dafür sorgen, dass Schutzzonen eingerichtet werden, Opfer zu schützen, auch im digitalen Bereich eine Möglichkeit des Opferschutzes ist, an die man nicht denkt. Wir brauchen das digitale Recht und die digitale Agenda für das Recht. Als Justizministerin werde ich diese digitale Agenda weiter maßgeblich voranbringen und Impulse aus Hessen dazu beitragen. Bravo. Vielen Dank. Ich öffne die Aussprache und erteile das Wort für die Fraktion der SPD, Frau Kollegin Hofmann.
No problem. Wir warten. Wir haben eine Zeit, ist mir nur recht. Dann kann ich vorziehen? Soll ich vorziehen? Aber dann bitte mir. Bitte jemand von der Regierung. Ja, ich bin bitte eine Vertretung für Frau Kollegin Müller, Herr Utter. Und dann erteile ich jetzt das Wort Frau Kollegin Karin Müller für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ist jetzt so, wir verfahren jetzt so. Ist doch alles gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die neuen Zeitalter beginnen nicht auf einmal. Mein Großvater lebte schon in der neuen Zeit. Mein Enkel wird wohl noch in der alten leben. Dieser Satz von Bertolt Brecht gilt zumindest für mein bisheriges Leben nicht so wirklich. Ich habe das Gefühl, dass ich in der digitalen Steinzeit aufgewachsen bin und sich die Neuzeit rasend schnell entwickelt und uns immer vor noch größere und schnellere Herausforderungen stellt. Als ich 1979 mit meiner Ausbildung angefangen habe, gab es die gute alte Schreibmaschine. Zur Datensammlung wurden Lochkarten verwendet. Darauf wurde gespeichert. Das Thema Datenschutz war zwar präsent, aber nicht so, wie es heutzutage ist. Und auch die Datenmengen waren überschaubar. Dann gab es irgendwann die Magnetplatten, dann gab es den Atari-Computer mit den 5¼-Zoll-Disketten. Sie kennen das heute alles. Und heutzutage können wir große Datenmengen auf immer kleiner werdenden Geräten speichern. Heutzutage gibt nicht nur die Jugend ihre Daten freiwillig preis. Wir kennen das alle. Wir surfen in sozialen Medien. Wir werden abgefragt, ob unser Adressbuch benutzt werden kann. Darüber machen wir uns nicht so viele Gedanken, aber ich finde, wir haben es auch gerade gehört, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was mit unseren Daten passiert, wenn wir Payback-Karten beim Einkauf hinterlegen, wenn wir irgendwelche Apps benutzen und Zugriff auf alle unsere Daten ermöglichen. Das hat natürlich Folgen für die Sicherheit der Daten, und für die Kriminellen eröffnet das Internet ungeahnte Möglichkeiten. Internet und digitale Informationswege werden Tatort und aber auch Tatmittel zugleich. Die Cyberkriminalität wächst rasend schnell. Der Verband der Internetwirtschaft hat 2014 220.000 Computer stichprobenartig untersucht. Dabei kam heraus, dass 92 Systeme verseucht waren, mit 725 infizierten Dateien. Das muss man sich einmal vorstellen, ungeheure Mengen. Hochgerechnet heißt das, dass 40% aller Computer in Deutschland infiziert sind. Im Bericht der Lage zur IT-Sicherheit in Deutschland 2015 wurde dann festgestellt, dass im ersten Halbjahr 2015 täglich bis zu 60.000 neu infiziert werden. Also, es besteht Handlungsbedarf. Die Ministerin hat es bereits erwähnt. Bereits im Budapester Übereinkommen über Computerkriminalität im Jahre 2001 wurde dieser Handlungsbedarf formuliert. Schon in diesem Abkommen wurde vorgesehen, dass der unbefugte Zugang zu einem Computersystem, nämlich der digitale Hausfriedensbruch, über den wir heute reden, unter Strafe gestellt werden sollte. Dabei geht es eben nicht um die Verschärfung des Strafrechts, sondern um die Anpassung des Strafrechts an die heutige Zeit. Es geht darum, die Intimsphäre des Einzelnen zu schützen. Denn es ist immerhin ein Unterschied, ob ich meine Daten freiwillig zur Verfügung stelle oder diese missbraucht werden und damit dann Straftaten verübt werden. Die Computer werden von sogenannten Botnetzen angegriffen. Dabei wird ein ungeschützter Computer infiziert. Dann wird der Computer eingegliedert in ein Botnetz. Der Betreiber, der die eingegliederten Computer dann steuert, verkauft diese Dienste des Botnetzes. Und das Botnetz wird dann z. B. benutzt, um massenweise Spam zu versenden und so weiter und so weiter, oder Kreditkartennummern auszuspähen, also die SSL, was man der SRL, nein, wie heißt SSL geschützte Verbindung, wird praktisch im Hintergrund protokolliert. Alles, was wir an Passwörtern dann eingeben und an Kreditkartennummern, kann so ausgesperrt werden. Ein unheimliches Geschäft für diejenigen, die damit dann wiederum Handel betreiben und die Persönlichkeit damit sozusagen klauen. Alle diese
Systeme kann man dann im sogenannten Darknet auch erwerben. Es ist heutzutage ganz einfach, da reinzukommen. Also ein unheimlicher Tummelplatz für Kriminalität. Und die Infrastruktur des Internets bietet dafür natürlich die Plattform. Die Forschung ist dagegen auf einem guten Weg, dagegen anzugehen, aber das reicht natürlich nicht alleine. Wissenschaftler der Ben-Gurion-Universität ist es zum Beispiel im Februar 2016 gelungen, ein Programm zu entwickeln, das Botnetze mittels sogenannter Honeypots aufspüren kann. Das funktioniert ganz genauso wie bei den Bären. Man stellt einen Honigtopf hin und lockt ihn in die Falle. Genauso funktioniert das bei diesem Programm. Damit werden dann automatisch die Botnetze erkannt und auch, ob der Angriff von einem Bot oder einer realen Person ausgeht. Das Internet ist also zum größten Tatort der Welt geworden. Es gibt 3 Milliarden Internetnutzer und 10 Milliarden angeschlossene Geräte. Jeder verfügt über mindestens 3 Geräte. Das stellen wir selber fest. Jeder hat einen Computer, ein Tablet, ein Smartphone. Alles also viele Häuser, in die eingebrochen werden kann. Und beim Thema Internetkriminalität verhält es sich auch so ähnlich wie beim Thema Wohnungseinbrüche. Wir brauchen also zum einen die Forschung, die Prävention und die Aufklärung, auch wie bei den Wohnungseinbrüchen, aber auch die Eigeninitiative, um sich vor Kriminalität zu schützen. Und das ist anders als bei den Wohnungseinbrüchen, wir brauchen ein Recht, das sich der veränderten, technologisierten und vernetzten Welt anpasst. Das Strafgesetzbuch ist aus dem Jahre 1877. Da kannte man die Schreibmaschine zwar schon, aber viel mehr auch nicht. Wir brauchen also eine digitale Agenda für das Recht. Das ist keine neue Erkenntnis, aber verändert hat sich im Strafrecht und in der Strafprozessrechtsordnung bisher sehr wenig. Wir haben hier eine Fachabteilung, das haben Sie ja bereits gesagt, in Gießen, der Generalstaatsanwaltschaft, die ZIT, die eine sehr gute Arbeit macht, aber die auch das nötige Werkzeug brauchen, um die digitalen Herausforderungen in der Datenwelt zu bewältigen. Das heißt also, wir brauchen kein neues Recht, sondern ein der digitalen Welt angepasstes. Dieser Aufgabe stellt sich die Landesregierung mit einem Auftrag der Justizministerkonferenz im Rücken. Es wurde geprüft und wird immer weiter geprüft, wo der dringendste Handlungsbedarf besteht. Deshalb reden wir aktuell und heute über den Rechtsgedanken des Hausfriedensbruches, denn der Computer ist durchaus mit einem Haus vergleichbar. Nur nicht voll mit Dingen zum Anfassen, sondern voll mit persönlichen Daten, die es zu schützen gilt. Laptops, Tablets, Smartphones sind heute sozusagen Spiegelbilder einer Person. Die auf diesen Medien vorhandenen Daten lassen teilweise eher Rückschlüsse auf eine Person als die eigene Wohnung. Deswegen muss hier dasselbe gelten wie bei der Wohnung, Zutritt verboten. Dieses individuelle Recht muss vom Staat geschützt werden. Es wird auch schon heute getan, aber wie schon ausgeführt wurde, auch von der Ministerin, nicht mit den passgenauen Vorschriften. Deswegen würden wir da, ist ja die Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht worden, ebenso der Rechtsgedanke des § 248b Strafgesetzbuch, der unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs bietet sich als Rechtsgedanke dort an. Es muss sichergestellt werden, dass nur der oder diejenige, dem das Gerät gehört oder die Erlaubnis zur Nutzung hat, es auch bedient. Unbefugter Gebrauch ist unter Strafe zu stellen. Diese zwei konkreten Straftatbestände sollen also auf die digitalen Tatbestände angepasst werden. Dazu hat Hessen die Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Die technische Entwicklung war der strafrechtlichen Entwicklung schon immer voraus. Das gilt trotz aller Hürden für die Strafverfolgung im virtuellen Raum zu ändern. Es ist eine große Herausforderung für die Strafverfolgung, angemessen und schnell auf die Internetkriminalität zu reagieren. Die Informationssysteme sind verschlüsselt, im Netz wird anonym agiert, und die Internationalität des weltweiten Netzes lässt das nationale Recht schnell an seine Grenzen stoßen. Umso dringender ist es, dass wir uns auf den Weg zu einer digitalen Agenda im Recht machen. Und da müssen wir etwas an Geschwindigkeit zulegen. Während es mir auf Deutschlands Straßen etwas zu schnell geht, müssen wir hier bei der Anpassung an das Recht auf das digitale Zeitalter etwas Fahrt aufnehmen. Ein kleines Beispiel. Nach der Einführung der Kreditkarten in Deutschland dauerte es 28 Jahre, bis die Strafbarkeit von Kreditkartenmissbrauch geregelt wurde.
eindeutig zu lang. Das muss also schneller gehen. Das sind wir sowohl den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern schuldig, aber auch, das hat die Ministerin ausgeführt, den Unternehmen, die sich unter dem Stichwort Industrie 4.0 – dazu haben wir ja auch eine Regierungserklärung vor einigen Wochen gehört – auf den Weg gemacht haben, die Industrie zu digitalisieren. Die veränderte Arbeitswelt braucht Schutz vor Cyberangriffen, und diese Angriffe müssen schnell und angemessen bestraft werden können. Wir GRÜNE stehen selbstverständlich für Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Das Bundesverfassungsgericht hat das Grundrecht auf Gewährleistung und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme geschaffen. Diese gilt es zu schützen. Wir müssen die Bürgerinnen dafür schützen, dass jemand die Laptop-Kamera anzapft und sie dadurch in ihren eigenen vier Wänden beobachten kann und damit die Intimsphäre nicht mehr geschützt ist. Und das halt notfalls auch mit dem Strafrecht. Wir müssen verhindern, dass jemand sich intimste Mails einer Person ansieht. Inhalte von Laptops, Smartphones und Tablets lassen heutzutage mehr Rückschlüsse auf die Persönlichkeit als auf die Einrichtung in der Wohnung. Das habe ich schon einmal gesagt. Diese Geräte werden angesichts der Digitalisierung des Lebens, wie z. B. der Steuerung der Rouladen, der Heizung etc., von Smartphones aus geführt. Deswegen wird der Schutz immer wichtiger, weil immer mehr Vernetzung stattfindet. Das Hausrecht schützt den Herrschaftsbereich einer Person, die Wohnung. Zu diesem Herrschaftsbereich gehören aber auch die soeben erwähnten Geräte. Hier hat der Staat eine Schutzpflicht. Ich fasse also zusammen, das Strafrecht ist immer das letzte Mittel, wenn es darum geht, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Davor stehen Prävention, Aufklärung, Eigeninitiative und Forschung für die Gegenmaßnahmen. Aber auch das letzte Mittel muss bereit sein für eine angepasste Anwendung. Deswegen begrüßen wir die Aktivitäten der Landesregierung auf Bundesebene und bitten um Unterstützung für unseren Antrag. Das Wort hat Frau Kollegin Hofmann für die SPD-Fraktion. Verehrte Kollegin Müller, zunächst danke für Ihre Kollegialität. Alles gut, solange du deinen Fußball geguckt hast, draußen sein. Grundbedürfnisse. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Karl Valentin hat einmal gesagt, und das gilt in der Tat auch für die Digitalisierung unserer Gesellschaft, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die Bedeutung der Digitalisierung für unsere Gesellschaft ist von den Vorrednerinnen schon skizziert worden. Und große Datenverarbeitungskonzerne haben vor 40 Jahren entsprechende Geräte produziert, aber nicht im Blick gehabt, dass dieser Personal Computer, dass das mal ein Marktknaller sozusagen werden könnte, also haben das verkannt. Vor 20 Jahren erst ging es so richtig mit dem Internet los. Und wer hätte denn vor 40 oder vor 20 Jahren gedacht, dass der ein oder andere von uns ständig online wäre? Ich glaube, nicht zu viele. In der Tat, die Digitalisierung unserer Gesellschaft betrifft alle Lebensbereiche. Sie verändert unsere Gesellschaft komplett, etwa die Produktionsbedingungen, die Arbeit, die Kommunikation, das Wissen. Und ganz klar ist, auch das Recht muss sich diesen Entwicklungen nicht nur anpassen, sozusagen Schritt halten. Nein, das Recht muss ganz vorne dabei sein und garantieren, dass der Bürger in dieser digitalen Welt sicher ist, mündig und frei zu entscheiden, welche Daten er verwendet, wie er handelt und was er tut. Ich muss Ihnen nur eines sagen. Das Thema Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe. Deswegen halte ich es eigentlich für angemessen und habe auch erwartet, dass es eigentlich zur Chefsache dieser Landesregierung gemacht werden müsste, eigentlich Ministerpräsident Bouffier heute hier reden müssen und über dieses Querschnittsthema, diese Querschnittsaufgabe nicht nur jetzt, wie gar fast jedes Plenum eine Regierungserklärung erwarten können, sondern nein, das ist ein Querschnittsthema, das allumfänglich betrachtet werden muss, meine Damen und Herren.
Es ist in der Tat so, dass das digitale Zeitalter viele Chancen, aber auch viele Risiken birgt. Ich möchte auch noch einmal zu Recht auf dieses Thema Cyberkriminalität eingehen, weil das schon auch ein besorgniserregend bedrückendes Thema auch gar ist. Cyberkriminelle reagieren flexibelst, hochprofessionell, mit ständig neuen technischen Veränderungen und unter neuen Rahmenbedingungen. Sie haben, das muss man auch hier einmal anerkennen, leider natürlich mit Bauchschmerzen, dass sie in vielen Bereichen einen technischen Vorsprung haben, auch vor den Sicherheitsbehörden. Und deshalb ist das Gefährdungspotenzial ja für jeden Internetnutzer auch so groß. Und es ist davon auszugehen, dass der Bereich der Internetkriminalität der Hauptschwerpunkt der Kriminalitätsform sein wird. Er wird alle Kriminalitätsformen durchdringen, ob das der Betrug ist, ob das der Menschenhandel ist oder auch der Waffenhandel. Und wir müssen in dem Bereich der Internetkriminalität mit steigenden Fallzahlen nicht nur rechnen, sondern sie sind da. Allein hier in Hessen haben wir einen Anstieg von 3,6% zu verzeichnen, und auch die Komplexität der Ermittlungsverfahren nimmt zu. Bundesweit rechnet sogar das Bundeskriminalamt mit einem Anstieg der Internetkriminalität um 8%, meine Damen und Herren. Besonders kommt natürlich diesen Kriminellen zu Pass, dass das Internet anonym ist, weitestgehend zumindest. Sie sind professionellst organisiert, und Angriffe auf Firmen, Behörden, der Deutsche Bundestag ist hier schon genannt worden, zeigen, dass Deutschland in der Tat digital verwundbar ist. Und jede Infrastruktur, die mit dem Internet verbunden ist, Ziel von Cyberangriffen sein kann, meine Damen und Herren. Die wirtschaftliche Dimension möchte ich auch noch einmal kurz beleuchten. Fast jedes zweite Unternehmen hier in Deutschland ist von Cyberkriminalität betroffen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden in Deutschland betrug allein in den letzten beiden Jahren, das muss man sich leider einmal auf der Zunge zergehen lassen, 54 Milliarden €, meine Damen und Herren. Und von den Betroffenen wird das Risiko oft zu gering eingeschätzt. Das ist auch eine große Gefahr, meine Damen und Herren. Was ist also zu tun? In der Tat, Sie haben ausgeführt, dass es im Bereich der Staatsanwaltschaften viele Sonderdezernate gibt. Sie haben die sogenannte ZIT angesprochen, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Das machen wir hier auch ganz deutlich, die eine gute Arbeit leistet, auch über das ganze Bundesgebiet hinaus, darüber hinweg. Aber es gibt noch viel, viel mehr zu tun, meine Damen und Herren. Etwa ist hier an eine bundesweite Kommunikationsplattform zu denken, in der sich die Sicherheitsbehörden untereinander austauschen können. Ich meine natürlich eine Kommunikationsplattform, die nicht personenbezogene Daten verwendet. Und ich will einen ganz zentralen Punkt ansprechen, meine Damen und Herren, die für die SPD-Landtagsfraktion von zentraler Bedeutung ist. Was nützen die besten Gesetze, was nützt die beste Technik, wenn das Personal fehlt, um entsprechende Fälle zu ermitteln, anzuklagen und zu verurteilen, meine Damen und Herren? Und ich kann es Ihnen deshalb auch nicht ersparen, sondern im Gegenteil. Wir müssen es immer wieder hier ansprechen und beklagen, dass Sie es zu verantworten haben, dass in den letzten Jahren in der Justiz einmal im Jahre 2003 folgende 800 Stellen, dann 400 Stellen allein, jetzt mit diesem Abbauprogramm, das läuft, nochmals 177 Stellen in der Justiz abgebaut werden. Und das ist alles Personal, was im Bereich auch der Internetkriminalität fehlt, meine Damen und Herren. Und deshalb stellen Sie sich doch nicht hierhin und sagen, Sie sind die Speerspitze einer Bewegung für das digitale Recht, für eine digitale Agenda, wenn Sie noch nicht einmal Ihre ureigensten Hausaufgaben machen, meine Damen und Herren. Zum Thema Bootnetzkriminalität, sogenannter digitaler Hausfriedensbruch. Es ist schon eben angedeutet worden oder angesprochen worden, dass ein Bootnetz eine Vielzahl von mit dem Internet verbundenen, entweder zeitweise oder ständig verbundenen Computer ist, wo der rechtmäßige Nutzer nicht bemerkt, dass sein eigenes Programm mit Schadstoffprogrammen infiziert ist und sein Computer gar einer ganz anderen Kontrolle unterliegt.
Meine Damen und Herren, rund 40% aller Computersysteme sind in Deutschland, so schätzt man, infiziert. Das ist eine bedrohliche Zahl. Im Bereich der Bootnetzkriminalität ist vieles nicht nur denkbar, sondern wird es auch in die Tat umgesetzt. Das Versenden von Spam-Mails, Online-Banking-Betrug, das Verschleiern von Servern mit kriminellen Inhalten, leider der Bereich Kinderpornografie ist zu nennen und vieles, vieles mehr. Der gesamte Internetverkehr kann theoretisch abgehört und manipuliert werden durch diese Kriminalitätsform. Wir haben gemerkt, was am Deutschen Bundestag passieren kann, aber auch unsere Wirtschaft bedroht diese Kriminalitätsform, meine Damen und Herren. Aber hier will ich der Ministerin klar widersprechen, die suggeriert, hier haben wir große Strafbarkeitslücken. Ich kann Ihnen sagen, dass das deutsche Strafrecht auch im Bereich der Bootnetzkriminalität grundsätzlich gut aufgestellt ist. Das möchte ich auch konkret durch die entsprechende Gesetzeslage belegen. Sämtliche Aktivitäten, die mit dem Aufbau und Betrieb eines Bootnetzes in Verbindung stehen, werden strafrechtlich bereits sanktioniert, etwa das Programmieren einer entsprechenden Malware, die zu einem Bootnetz führt, das Ausspähen und Abfangen von Daten werden unter Strafe dann gestellt. Das Verbreiten von Bootnetzen, der Einsatz von Malware oder das Ausspähen von Daten. Auch die Unterdrückung, Löschung, Veränderung von Daten, § 303a StGB ist hier zu nennen. Auch die Begehung des Online-Banking-Betruges, die Computersabotage oder das Ausspähen von Daten ist hier zu nennen. Und eines ist auch noch ganz von zentraler Bedeutung. Erst im letzten Jahr ist das sogenannte IT-Sicherheitsgesetz vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden, in dem Anbieter von Telemediendiensten verpflichtet worden sind, ihre Angebote gegen unerlaubte Zugriffe durch Dritte zu schützen und entsprechende personenbezogene Daten und Störungen entsprechend zu sichern. Auch das haben Sie selber angesprochen, Frau Justizministerin, sogenannte Cybercrime Convention Committee, das über den Europarat Deutschland noch einmal Hausaufgaben aufgegeben hat, also neue Standards im Bereich der Strafprozessordnung, sind abgedeckt, etwa durch die entsprechenden Vorschriften in der Strafprozessordnung, die dass auf Datenträgern psychisch gespeicherte Daten aller Art, die Verkehrsdaten, Bestandsdaten, Erhebung entsprechend in der Strafprozessordnung absichern, meine Damen und Herren. Wo ich vielmehr noch Handlungsbedarf im Bereich der Bootnetze sehe, ist die Verbesserung entsprechender technischer Verfahren, der Weiterentwicklung. Deswegen bin ich Ihnen auch dankbar, Frau Müller, dass Sie noch einmal das Stichwort auch der Forschung, der wissenschaftlichen Begleitung und Weiterentwicklung angesprochen haben, aber auch die Sensibilisierung der Bürgerschaft, der Unternehmen, der Gesellschaft für dieses zentrale Thema, weil wir brauchen da einen Bewusstseinswandel auch in der Bevölkerung, auch bei den Unternehmen, meine Damen und Herren. Weiterer Gesichtspunkt: Strafbarkeit der Datenhehlerei. Damit rühmen Sie sich ja auch. Da kann ich nur ganz klar sagen, dieser Gesetzesinitiative aus, oder dieser Initiative aus Hessen hat es gar nicht bedurft, da ein entsprechendes Bundesgesetz, das wissen Sie auch, zur Einführung einer Speicherfrist bzw. Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten entsprechende Regelungen beinhaltet hat. Insofern bedurfte es keiner Initiative von Hessen, meine Damen und Herren. Bereich Kinderpornografie ein Thema, das uns stark beschäftigt und was auch sehr bedrückend ist. Da bin ich unserem Bundesjustizminister Heiko Maas sehr dankbar, dass er durch seine Initiative aus dem Jahre 2014 es eben erreicht hat, dass bestimmte Strafbarkeitslücken gerade im Cybergrooming unter Strafe gestellt werden sind. Ich darf hier einige Beispiele nennen. Hier ist z.B. eine Regelung geschaffen worden. Insofern ist hier auch vieles schon getan worden, dass nämlich das Einwirken auf ein Kind, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen und
mittels einer Informations- und Kommunikationstechnologie entsprechendes gemacht wird, dass diese Vorschrift neu gefasst worden ist. Die Höchststrafe bei der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ist erhöht worden. Außerdem wissen Sie selber, dass es im Moment eine Reformkommission gibt zur Überprüfung des Sexualstrafrechts, die ihre Arbeitsergebnisse im Herbst dieses Jahres vorlegen wird. Und da werden auch noch einmal Vorschläge darin sein, ob das sogenannte Cybergrooming noch einmal strafrechtlich besonders geschützt werden muss, ob es da noch einmal Änderungsbedarf gibt. Sie wissen ganz genau, dass es im Herbst dieses Jahres entsprechende Ergebnisse dieser Kommission geben wird, meine Damen und Herren. Und dann darf ich Sie noch auf Ihren eigenen Antrag an den Bundesrat erinnern und darf daraus zitieren. Da heißt es unter Punkt 3, ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten, Stärkung der technischen und personellen Rahmenbedingungen. Eine weitere Stärkung der Ermittlungsbehörden erscheint angesichts der stetig steigenden Anzahl und des Umfangs der Verfahren, insbesondere im Bereich der Kinderpornografie, dringend angezeigt. Da kann ich nur sagen, hört, hört. Bitte erinnern Sie sich an Ihre eigenen Worte. Und dann sage ich Ihnen ganz klar, das passt nicht zusammen mit dem Personalabbau, den Sie nicht nur in der Justiz betreiben, sondern natürlich auch bei der Polizei. Nach Angaben, jetzt haben Sie nachjustieren müssen aufgrund des Druckes, nach Angaben der GdP, der Gewerkschaft der Polizei, fehlen 1.000 Stellen. Und Sie wissen ganz genau, dass die Polizei noch über 3 Millionen Überstunden vor sich hinschiebt. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das ist unverantwortlich, wie Sie hier Personalpolitik machen in unserem Land. Aber sich dann hinstellen und kluge Tipps geben wollen. Letzter, ein weiterer Punkt, der natürlich nicht fehlen darf, zumindest bei Ihnen nicht, ist die Fußfessel. Und, klar, die elektronische Fußfessel ist ein weiteres ergänzendes Mittel, aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, es darf nicht zur PR-Nummer verkommen. Und man muss auch immer bei diesem Mittel die Kirche im Dorf lassen. Denn die elektronische Fußfessel ist nur für bestimmte geeignete Fälle angezeigt, nämlich solche kleine Fußfessel, wo der Proband sozusagen seinen Tagesablauf strukturieren kann. Und was ich auch deutlich machen will, die elektronische Fußfessel darf nicht die absolute Sicherheit garantieren, meine Damen und Herren. Das wäre aus Sicht der SPD-Fraktion auch fatal. Elektronische Akte, auch die Justiz wird sehr umgestellt auf die elektronische Akte. Das heißt, die papiergebundene Kommunikation wird abgelöst. Zu Recht, bis 2022 muss das umgesetzt werden. Das sieht ein entsprechendes Bundesgesetz vor. Uns als SPD ist ganz wichtig, wir begleiten diesen Prozess konstruktiv, sagen aber auch, dafür bedarf es der notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen. Nach Ihren eigenen Angaben bedarf es bis zum Jahre 2020 dafür 37 Millionen Euro, ohne dann die laufenden Unterhaltungskosten. Und diese Mittel müssen natürlich auch zur Verfügung gestellt, meine Damen und Herren. Hier darf es kein Stückwerk geben. Und der zweite Punkt ist natürlich das Personal. Es reicht nicht nur, an dem einen oder anderen Gericht einen IT-Experten einzusetzen, wenn der überhaupt vorhanden ist, sondern Sie muten der Mitarbeiterschaft auch noch zu, dass bei dem Personalabbau, den ich beschrieben habe, on top die elektronische Akte eingeführt wird, meine Damen und Herren. Das wird schiefgehen, und das führt zu großen Problemen. Das sage ich Ihnen. Ein weiterer Aspekt, den tun Sie konsequent vernachlässigen, das ist nämlich, wenn Sie Umstrukturierungsprozesse vornehmen, dann müssen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Das tun Sie nicht. Es gibt keine echte Mitbestimmung. Sie haben sehr spät erst einen sogenannten Projektbeirat eingesetzt, der angehört wird, aber mehr nicht. Mitbestimmung sieht anders aus. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das anders gemacht hätten, dann hätten Sie sich jetzt auch Ihren Akzeptanzmanager sparen können. Frau Justizministerin, einen Aspekt
ist noch ganz, ganz wichtig. Den haben Sie auch angesprochen, ist die Hasskriminalität im Internet. Extremistische Handlungen wie z.B. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind ja oft Ereignis und Ergebnis einer längerfristigen Radikalisierung auch über die sozialen Netzwerke. Hier finde ich es ganz wichtig, viel stärker grenzübergreifend zu agieren. Und da bräuchten wir eine Ausweitung der entsprechenden Paragraphen 86, 86a StGB, um die Kompetenzen in diesem Bereich zu erweitern. Ich bin froh darum, dass der Bundesjustizminister Heiko Maas eine entsprechende Taskforce eingerichtet hat, um mit Google und anderen gesellschaftlichen Gruppen entsprechende Vereinbarungen getroffen hat. Ich komme zum letzten Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist. Frau Justizministerin, Sie haben damit angefangen, dass die digitale Agenda und das digitale Recht für den Bürger sein muss. Sie haben dann zu Ende Ihrer Rede davon gesprochen, na ja, Sie vermissen die verdeckte Online-Durchsuchung. Und was ich bei Ihnen vermisse, ist ganz klar, dass Sie Aussagen treffen zu der Frage, wie das Vertrauen und die Sicherheit in der digitalen Welt für den Bürger gesichert werden kann. Man kann über Digitalisierung nicht reden, ohne das Thema Datenschutz anzusprechen, meine Damen und Herren. Dafür will ich zu diesem Punkt einige zentrale Aussagen, die uns besonders wichtig sind, hier noch einmal kundtun. Für uns bedingt Datenschutz das effektive Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das gerade in Zeiten der Digitalisierung gestärkt und nicht ausgehöhlt werden darf. Das Potenzial für Wirtschaft und Gesellschaft kann erst nur dann entfaltet werden, wenn Sicherheit und Schutz im Netz in einem ausreichenden Maße hergestellt sind. Dafür bedarf es natürlich auch der Betrachtung von aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen wie bei Fintech. Der Bürger muss eine Datensouveränität erhalten, vielleicht wieder zurückerhalten, die er jetzt bei weitem in vielen Fällen nicht mehr hat. Für uns ist auch wichtig der Grundsatz der Datensparsamkeit. Daten, die erst gar nicht erhoben worden sind, können auch nicht missbräuchlich verwendet werden. Wenn aber, Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Wenn aber Daten gespeichert werden, dann muss auch klar sein, zu welchem Zweck und aus welchem Anlass. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Digitalisierung unserer Welt, unserer Gesellschaft und auch der Justiz bedarf der Gestaltung für unsere Bürger. Dazu bedarf es keiner Selbstbeweicherung dieser Landesregierung, keiner Initiativen, die bereits umgesetzt sind, sondern richtiger Antworten und richtiger Konzepte für die Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Herr Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesregierung, Frau Justizministerin, hat heute ein auch für uns sehr wichtiges Thema hier zum Inhalt ihrer Regierungserklärung gemacht. Nur leider hat sie wenig Handfestes dazu gesagt, viel Blümchenrhetorik verbreitet. Und vor allen Dingen ist mir ehrlich gesagt unklar geblieben, warum wir diese Erklärung gerade heute brauchen, wo doch so viele bangend auf 18 Uhr gucken. Nun ist mir klar, Frau Ministerin, dass nicht jede Ihrer Initiativen, egal ob im Bundesrat oder der Justizministerkonferenz, hier en Detail von Ihnen vorgetragen werden kann. Aber bezogen auf eine umfassende Information von uns Abgeordneten ist noch viel Luft nach oben, auch aus Ihrem Haus, denn wir sind der Gesetzgeber. Zum Teilen der Rede ist mir ja richtig Angst und Bange geworden um diese Bundesrepublik, wenn es uns Hessen nicht gäbe, weil ja hier alles passiert.
Ich bin dann noch einmal rausgegangen und habe nachgeguckt. Ich bin ganz beruhigt. Es ist also denn doch so auch in anderen Bundesländern passiert was und auch in Europa passiert was und auch bei Europol passiert was. Also die Welt ist nicht nur auf uns Hessen hier angewiesen. Zum Zweiten. Sie erwähnen neu geschaffene Behörden. Sie loben die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. Und ich muss Ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen, es ist doch nicht so, dass diese Straf- und Ermittlungsbehörden personell, finanziell und auch sachlich gut genug ausgestattet sind, um den Problemen Herr zu werden, die Sie hier angesprochen haben. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen jetzt anlässlich dieses Themas über viele Dinge sprechen, zu denen Sie, Frau Ministerin, nichts gesagt haben. Sie sprechen zwar die Modernisierung von Zivil- und Strafrecht an, und prinzipiell gebe ich Ihnen da recht, es gibt vieles, was angepasst werden muss, auch im Strafgesetz. Aber Sie regieren doch in wechselnden Konstellationen im Bund und auch hier im Land. Wieso passiert denn da nichts? Ja, wir sehen an einigen Stellen deutlichen Klärungsbedarf. Wie sichern wir informationelle Selbstbestimmung? Wem gehören meine Daten? Und so weiter. Da muss noch einiges passieren und klargestellt werden. Sie sagen, Frau Ministerin, da gebe ich Ihnen deutlich recht in Kritik an dem einen oder anderen Unternehmen, denn es kann nicht sein, dass Anbieter sozialer Medien zwar in Deutschland ihr Geld verdienen, mit den Strafverfolgungsbehörden aber dann nur schlecht zusammenarbeiten. Ja, aber wie wollen wir das denn ändern, Frau Ministerin? Wir schaffen es ja noch nicht einmal, diese Unternehmen hier zu Steuerzahlungen zu verpflichten. Sie sagen zu Recht, hier geht es auch darum, dass Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung stärker als bisher wahrnehmen. Das reicht mir nun hinten und vorne nicht. Wir brauchen gesetzliche Regelungen, die solche Unternehmen zur Rechtstreue verpflichten. Sie werden mir zustimmen, wenn wir uns gegen politisch eingesetzte Taskforces in irgendwelchen Hinterzimmern aussprechen, die mit Facebook und Co. verhandeln, welche Kommentare aus dem Netz genommen werden und welche im Netz bleiben. Es muss ganz klar sein, Grenzen von Meinungsfreiheit müssen mit demokratisch entstandenem Recht gezogen werden und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern verhandelt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wollen wir das machen? Wie legen wir uns mit diesen Konzernen an? An dieser Stelle möchte ich, auch weil die Enquetekommission zur Verfassung Hessens diese Woche ihre Arbeiten richtig aufnimmt, noch einmal an die Modernität unserer hessischen Verfassung erinnern, die in Artikel 39 formuliert, jeder Missbrauch der wirtschaftlichen Freiheit, insbesondere zu monopolistischer Machtzusammenballung und zu politischer Macht, ist untersagt. Wenn wir das ernst nehmen, und wir nehmen das ernst, bleibt die Frage, wie brechen wir die Macht der Konzerne? Schaffen wir das über eine Anpassung des bürgerlichen Gesetzbuchs? Wahrscheinlich nicht. Deswegen zitiere ich Sie noch einmal, Frau Ministerin. Wir befinden uns inmitten einer Revolution. Sie haben nichts dazu gesagt, was Datenkontrolle und so weiter anbelangt. Meine Vorrednerin hat bereits darauf hingewiesen. Sie haben nichts gesagt zur Gefahr des gläsernen Bürgers, der gläsernen Bürgerin. Big Data is watching you. Wem gehören die Daten, die mein Auto sammelt und ohne mein Zutun an Hersteller oder Versicherungsträger übermittelt? Werde ich demnächst gezwungen, meinen Blutdruck durch ein mir herumgetragenes Messgerät permanent an meine Krankenversicherung zu übermitteln? Bekommt, wer sich weigert, keine Versicherung mehr oder nur teurere? All das sind Fragen, die nicht nur mich, sondern die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land interessieren. Und es interessiert natürlich auch Kundinnen und Kunden die Frage des Haftungsrechts, z.B. beim Internet der Dinge. Was ist denn mit dem Kühlschrank, der die Milch bestellt? Von mir aus kann er das ja in Zukunft tun. Mal erst ist das ja für mich überhaupt kein Problem. Ich habe
auch schon früher Aufträge erteilt meiner Bank, dass sie einen Dauerauftrag hat oder andere haben Einzugsermächtigung. Das ist ja alles schön und gut. Aber was passiert denn eigentlich, wenn mein Kühlschrank auf einmal 1.000 Liter Milch bestellt hat? Wer haftet denn dann? Oder was ist, wenn mein Kühlschrank gehackt wurde? Wer hat dann die Beweispflicht? Das sind Fragen, die Sie ansprechen sollten, und das sind Probleme, die wir lösen müssen. Meine Damen und Herren, mein Vertrauen in die Hersteller ist da durch jahrzehntelange Erfahrung auch nicht gerade sehr ausgeprägt. Sie erinnern sich alle, als ein Unternehmen, was man mit Deutsch als winzig weich übersetzen müsste, als die also angefangen haben, unsere gesamten Rechner mit Software auszustatten. Ja, da hat auf einmal nichts mehr funktioniert. Die haben 10-mal Nachlieferungen machen müssen, bevor unsere Rechner mit dem Betriebssystem wieder funktionierten. Wir haben alle damals gesagt, wenn solche Produkte von Autoherstellern auf den Markt geliefert würden, dann würden alle aufschreien. Von Microsoft haben wir es uns gefallen lassen. Und jetzt statten diese Softwarehersteller Dinge aus, ja, planen sogar auch Autos rumfahren zu lassen. Woher sollten wir das Vertrauen nehmen, dass das nicht extrem fehlerbehaftet ist? Und dann ist die Frage, wer haftet dafür? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und da brauchen wir eine Stärkung des Verbraucherschutzes. Auch dazu, Frau Ministerin, haben Sie nichts gesagt. Ein weiteres Thema, das Sie nicht angesprochen haben, ist die Medienkompetenz. Sie, wie auch die Regierungsfraktion in dem jetzt heute vorgelegten Antrag, sprechen vom Internet als dem größten Tatort. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Aber ist das alles Cyberkriminalität, was da passiert? Gute Beispiele hierfür hat schon vor Jahren die Seite Spiegelverkehrt uns nahegebracht. Ein Mann wird Opfer krimineller Machenschaften im Internet. Das Beispiel war, auf einer Suche nach einem Flachbildfernseher stößt er im Internet auf ein äußerst attraktives Angebot. Das Gerät, welches im Laden 1.000 € kosten sollte, wird im Internet zum Spottpreis von 400 € angeboten. Er greift zu, selbstverständlich Vorauskasse, und dann kam kein Fernseher. Hat er jetzt die Cybermafia zugeschlagen? Ich erzähle die Geschichte noch einmal anders. Da geht also jemand in einen dunklen Hinterhof in einer Stadt, in der er noch nie war. Dort wird ihm von zwielichtigen Gestalten ein Fernseher zu 40% des üblichen Ladenpreises angeboten. Ein Angebot, das er auch nach intensiver Recherche sonst nirgendwo gibt. Der Mann soll das Geld in einer Tüte verpackt am nächsten Tag im Nordpark vergraben, was er natürlich genauso macht. Der Fernseher soll ihm schließlich direkt im Anschluss nach Hause geliefert werden. Wenn ich damit angefangen hätte, hätten Sie gesagt, das wäre an den Haaren herbeigezogen. Wer so etwas macht, wäre ein Depp. Und Sie haben recht. Bloß im Internet machen Menschen genau diesen Blödsinn und verhalten sich wie Trottel. Das ist noch nicht Cyberkriminalität. Oder kein Mensch von uns käme auf die Idee, morgens aus dem Haus zu gehen und die Haustür offen zu lassen. Im Internet lassen wir nicht nur die Tür auf, sondern wir sagen gleich allen Bescheid, dass wir jetzt erst einmal für ein paar Wochen außer Haus sind. Dank Facebook haben wir mehrere hundert Freunde, und die informieren wir. Jeder soll es wissen. Sicherheitshalber stellen wir täglich ein paar Urlaubsfotos auf unsere Pinnwand als Beweis dafür, dass wir in Urlaub und nicht zu Hause sind. Meine Damen und Herren, es wird Zeit, dass wir alle wieder mehr Verantwortung übernehmen, vor allen Dingen, was unsere eigene Datensparsamkeit anbelangt. Ich will da auch nicht nach Staat und Überwachung schreien, aber ich schreie nach Medienkompetenz. Und auch dazu brauchen wir mehr Initiativen. Frau Ministerin, Sie nennen hier als Rechtsprobleme in Ihrer Regierungserklärung beispielsweise fehlende gesetzliche Regelungen für die E-Mail-Überwachung und für die Quellentelekommunikationsüberwachung. Meine Damen und Herren, ich will für meine Fraktion an dieser Stelle
deutlich sagen. Uns geht es darum, Grundrechte zu schützen und die Privatsphäre zu achten. Die Quelltelekommunikationsüberwachung ist nach wie vor kein adäquates rechtsstaatliches Mittel und stellt eine allgemeine Gefahr für die Integrität von informationstechnischen Systemen dar. Wir lehnen diese Eingriffe in die informationale Selbstbestimmung ab. Stattdessen, und das ist auch noch einmal wieder ein Bereich, wo Sie heute nichts zugesagt haben, brauchen wir einen besseren Schutz der Urheberrechte. Wir müssen, und auch das gehört in die digitale Agenda, wir müssen endlich das Urheberrecht an die veränderten Bedingungen der Verbreitung von Musik, Texten, Bildern und Filmen anpassen. Auch dazu haben Sie hier heute nichts gesagt. Und, meine Damen und Herren, angesprochen wurde auch insgesamt das Problem Cybercrime, aber auch die Frage von Rassismus und Hass im Netz, was bekämpft werden muss. Da stehen wir sicherlich an Ihrer Seite. Aber nicht nur mir, Ihnen sicherlich auch, wird eine Plakatkampagne der letzten Wochen in unseren Städten, nicht nur den hessischen Städten, aufgefallen sein, wo es darum geht, Cybercrime zu bekämpfen. Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt. Meine Damen und Herren, hierfür brauche ich nicht die Bundeswehr. Diese Möglichkeit oder diese Versuchung, die die Bundeswehr wahrgenommen hat, ein sicherlich allgemein zustimmungsfähiger Punkt, dass wir unsere Freiheit verteidigen müssen und dass wir den Cyberraum verteidigen müssen, finde ich vollkommen unzulässig, insbesondere auch die Erinnerung daran an den Verteidigungsminister Peter Struck, der damit den Afghanistan-Krieg verteidigt hat. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, möchte ich sagen, wir haben ein wichtiges Thema angesprochen. In Ihrer Regierungserklärung gab es große Lücken der notwendigen Themen, die damit im Zusammenhang stehen. Ich hoffe, wir werden damit weiterkommen in einer nächsten Diskussion, in nächsten Diskussionen. Denn Sie haben recht, wir leben inmitten einer Revolution. Danke. Vielen Dank, Dr. Wilken. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Rentsch für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, das, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, dass es sich hier um ein extrem wichtiges Thema handelt, kann man nur unterstreichen. Das Thema Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Kollegin Hoffmann hat völlig recht, und damit natürlich auch die Justiz. Aber, Frau Ministerin, ich habe mir einmal am Anfang angeschaut, wozu die hessische Justizministerin schon Regierungserklärung abgehalten hat. Und es war neben der Frage des Präventionstages, der letztes Jahr stattgefunden hat, vor allen Dingen auch das Thema Salafismus. Und ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber ich habe noch einmal versucht nachzuvollziehen, was ist eigentlich aus diesen Regierungserklärungen geworden. Und, wir sind uns beide einig, dass das, was Sie hier heute vorgetragen haben, in der Sache sehr gut ist. Und ich will es einmal so formulieren. Ich hoffe, aus dem Anliegen wird mehr als aus den letzten Regierungserklärungen, denn dann wäre es für die Sache gut. Das, was wir heute diskutieren, ist ja ein Themenfeld, das schon sehr komplex ist. Botnetze, wie sie wirklich heißen, sind in vielen Fällen sehr schwierige Situationen, wo Computer von Bürgern entführt werden, kann man sagen, muss man so übersetzen, und missbraucht werden für kriminelle Handlungen. Ich habe mir selbst, Frau Kollegin Müller, dieses Jahr bei der Firma, von der Herr Kollege Wilken gerade gesprochen hat, bei der Firma Microsoft in Seattle angucken dürfen, wie dieses Honeypot-Verfahren funktioniert, wie die sozusagen eine Schadsoftware ins Netz implementieren, einen Computer ins Netz implementieren, der dann von Dritten gehackt wird und dann quasi die versuchen, die Struktur zu nutzen und das, was dort an Technologie eingesetzt worden ist, um ihre eigene Technologie weiterzuentwickeln. Extrem spannend.
Ich glaube allerdings auch, dass es nur so geht, dass wir uns in den Bereichen uns auch ein Stück auf die Unternehmen mitverlassen müssen, die dort aktiv sind. Aber klar, und da gibt es auch keinen Dissens zwischen jedenfalls den Freien Demokraten und der Landesregierung, wir brauchen auch die rechtlichen Voraussetzungen. Da gibt es keinen Dissens, da hat Frau Kollegin Kühne-Hörmann recht. Und diese rechtlichen Voraussetzungen gilt es jetzt zu schaffen. Ich will aber vielleicht mal einen Schritt zurückgehen bei der Frage, was wir hier diskutieren. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir in der öffentlichen Verwaltung, und dazu zähle ich jetzt auch die Justiz, und auch wenn Kollege Wagner schon, auch Kollege Hahn in den Bereichen viel gemacht haben, und ich glaube, das ist ja gerade gesagt worden, Schwerpunkt Staatsanwaltschaft war richtig, also ich glaube, da gibt es auch parteiübergreifend Einigkeit, dass das, was wir damals dort gemacht haben, richtig war, dass wir trotzdem, was die öffentliche Verwaltung angeht, Lichtjahre hinterherhinken bei der Frage, auf welchem Stand wir sind. Das können Sie daran sehen, wie öffentliche Verwaltung aufgebaut ist. Ich meine, die Beispiele kennen Sie aus Ihren Vorträgen, dass man heute in Deutschland immer noch ein Fahrzeug quasi händisch zulassen muss und es nicht digital machen kann, ist ein Thema. Und man kann das bis zur Justiz rübertragen. Es geht um die Ausstattung der Justiz, Frau Ministerin. Ich will das jetzt auch einmal kritisch sagen. Die Frage der Verfügbarkeit der elektronischen Akte und der notwendigen Infrastruktur, um diese elektronische Akte verwenden zu können, ich glaube, das ist auch in Ihren Gesprächen mit den Richterinnen und Richtern und Staatsanwälten ein Thema, dass wir in den Bereichen deutlich Luft nach oben haben. Das trifft nicht nur die Gerichte, sondern es trifft ja auch andere öffentliche Institutionen. Und ich glaube, wenn die öffentliche Hand mit Schritt halten will in der Frage, was dort die Wirtschaft vorantreibt, muss sie in diesen Fragen auch auf einem Stand sein, der State of the Art ist und nicht sozusagen deutlich weiter hinten ansteht. Also insofern, da haben wir, haben Sie mit Sicherheit noch eine ganze Reihe von Themen, die Sie bewältigen werden müssen. Ich hätte mir gewünscht, dass unter dem großen, dass der Überschrift Digitale Agenda für das Recht ein, ich sage mal, da hat Frau Kollegin Hoffmann, glaube ich, etwas Richtiges gesagt, einen mehr ganzheitlichen Ansatz gesehen hätte, der ein bisschen sozusagen das Ganze weiterspannt als Ihre Initiative, die Sie gestartet haben, plus Ihre Initiative Fußfesseln für Fußball-Hooligans, die Sie vorangetrieben haben und mit der Zeitschrift mit den vier Buchstaben vermarktet haben. Ich komme dazu noch, weil das rechtlich auch eine spannende Diskussion ist zwischen Juristen, was ist dort möglich oder was ist nicht möglich. Aber klar ist, dass wenn wir über sozusagen die Frage diskutieren, wie können wir Straftaten im Internet unterbinden, wie können wir Straftatbestände schaffen, müssen wir ganz vorne anfangen. Und das ist das Thema Datenschutz, Frau Kollegin Müller. Ich habe mich gewundert, dass die Grünen dazu nichts sagen, weil das Thema Datenschutz und Datenschutzgrundverordnung, die im Mai beschlossen wurde und ab dem 25. Mai 2018 gilt, extremen Anpassungsbedarf für Bundes- und Landesgesetze vorsieht. Das ist eben die Grundlage dafür, dass wir datensparsam vorgehen. Kollege Wilken hat in dieser Frage völlig recht. Daten, die nicht im Internet eingestellt werden, die nicht verfügbar sind und die auch nicht missbraucht werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die beste Grundlage für Prävention in dieser Frage. Das gilt es voranzutreiben. Kein Wort seitens der Landesregierung zu dieser Frage. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir mal ein bisschen das Spiel lassen, Frau Ministerin, der böse Justizminister im Bund, der von der Landesjustizministerin, die auf dem weißen Pferd reitet, sozusagen aktiv begleitet, will ich jetzt nicht sagen, unterstützt wird, vorangetrieben wird. Ich habe manchmal das Gefühl, Sie regieren gar nicht zusammen in Berlin zwischen CDU und SPD. Es ist ja eine erfolgreiche Koalition, die Sie dort stellen, in vielen Bereichen sehr harmonisch zwischen der Kanzlerin und dem Vizekanzler. Ich würde mir wünschen, diese Harmonie wäre auch zwischen der Landesjustizministerin in Hessen und dem Bundesjustizminister zu Hause. Das wäre, glaube ich, sinnvoller, als sich immer zu fragen, und das beschäftigt uns ja im Rechtsausschuss sehr ausführlich, wer hat die Idee zuerst gehabt, meine Damen und Herren? War es Frau Ministerin, Ihre Mitarbeiter, oder war es zum Schluss der Bundesjustizminister? Wer hat wem die Initiative gegeben oder den Anschluss gegeben, initiativ zu werden? All diese Fragen spielen in der hessischen Landespolitik eine wichtige Rolle. Ob sie den Bürger wirklich nutzen, meine Damen und Herren, habe ich große Zweifel. Sie haben uns an dieser Stelle noch, weiß Gott, kein Stück weitergebracht. Ein weiterer Punkt sind auch die Ausführungen, die wir gestern schon im schriftlichen Konzept nachlesen konnten, zum Thema Cyberterrorismus und Botnetze. Ich war überrascht, das will ich offen sagen, dass in dieser Frage die Kompetenz des Landes, die wir ja nun nachweislich haben mit dem
CASED-Institut von Fraunhofer in Darmstadt, die ja auch mit der Frage Datenschutz und Datensicherheit sich intensiv beschäftigen. Das ist, denke ich, der ehemaligen Wissenschaftsministerin ein Begriff, dass dieses Thema kaum eine Rolle spielt. Und ich sage mal, wenn wir schon die Kompetenz auf wissenschaftlicher Ebene hier im eigenen Land haben, dann sollte diese Kompetenz auch von unserer Seite vorangetrieben werden. Ich sage jetzt mal uns als Land Hessen. Das hätte ich mir gewünscht. Wir würden dort sozusagen mehr auch auf diese Institutionen setzen. Denn eins ist doch klar. Wir brauchen bei der Frage des Aufbaus bei wirklich effektiver Kriminalitätsbekämpfung technisches Know-how bei den Verfolgungsbehörden. Wir brauchen eine vernünftige Finanzierung, das ist angesprochen worden, aber wir brauchen vor allen Dingen eine technische Aufrüstung der digitalen Infrastruktur. Und da kann das Know-how, meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir in diesen Bereichen haben, helfen. Wir brauchen zum Schluss also eher neben der Frage einer juristischen Terrorabwehr im Internet eher eine kriminalistische und technische. Und das, meine Damen und Herren, hat dieser Antrag und diese Regierungserklärung heute gar nicht beantwortet, was Hessen eigentlich konkret in der Frage macht, damit wir in dieser Frage auch wirklich besser werden. Gilt der alte Satz, die beste Strafverfolgung hilft nichts, wenn niemand die Strafverfolgung machen kann. Und das gilt genauso fürs Internet wie auch für die analoge Struktur. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wenn wir jetzt über die Frage diskutieren, was ist wirklich zu tun, die Landesregierung mit ihrer Initiative zu Botnetze etwas Richtiges aufgeschrieben hat und will das auch deshalb unterstützen. Wir werden deshalb nicht gegen den Antrag stimmen, sondern uns enthalten. Aber ich sage, mir springt das Ganze zu kurz. Mir springt es deshalb auch zu kurz, weil die Frage der wirklichen Herausforderung in der Justiz, wenn ich mit Richtern spreche, andere sind, als wir sie heute hier in dieser Regierungserklärung gehört haben. Und deshalb gehört beides zusammen, ein Stück Vision auf der einen Seite und ein Stück Realitätsanerkennung auf der anderen Seite. Die haben wir bisher noch nicht erlebt. Und deshalb eine Anmerkung zum Thema Bundesebene, wo ja die Union auch mit den Kollegen der Sozialdemokraten regiert. Ich sagte es schon. Und wenn man dann liest, dass Deutschland auf Europol-Ebene eine Geldbewilligung blockiert für die Cybercrime-Bekämpfung bei Europol. Da sind ja verschiedene Ministerien zuständig gewesen, wenn ich das hier richtig nachvollzogen habe. Sowohl das Justizministerium als auch das Innenministerium, muss man schon fragen. Ist ja schön, wenn wir sozusagen an vielen Stellen über die Frage rechtlicher Rahmen diskutieren, was kann man anders machen. Aber dann wäre es sicherlich gut gewesen, wenn wir bei der Cybercrime-Bekämpfung bei Spezialinstitutionen, bei Europol, die wirklich europaweite Netzwerke versuchen lahmzulegen, die ja mittlerweile eben nicht mehr von nationalen Grenzen Halt machen, wenn dann eben auch hier die finanziellen Möglichkeiten da wären. Und dass die Bundesregierung das hier nicht unterstützt hat, halte ich für einen Fehler. Wie ein prominenter Zeitgenosse sagte, man kann nur den Kopf schütteln, dass hier eine große Chance auf europäischer Ebene, einen Mehrwert zu erzielen, aufgrund von nationalen Diskussionen zwischen Innenministerium und Justizministerium an Deutschland vorbeigegangen ist. Das sind dann auch die wahren Probleme, die bei einer solchen Debatte, meine Damen und Herren, hier auf den Tisch gehören. Die Justizministerin hat die Fußball-Europameisterschaft angesprochen. Das ist sinnvoll gewesen, das zu tun. Und ich will zu dem Thema nur eine Bemerkung machen, Frau Ministerin. Sie haben ja einen Vorschlag gemacht, den wir, wie gesagt, auch breit gelesen haben. Ausreiseverfügung für Hooligans mittels elektronischer Fußfessel durchsetzen, komplette Europameisterschaft zur Schutzzone erklären. Das wäre eine juristisch spannende Debatte bei der Frage der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen, ob eine solche Maßnahme neben der Frage, ob sie in der Bild-Zeitung Widerklang findet, auch rechtlich wirklich umsetzbar ist. Und ich habe überlegt, ob das eigentlich für eine Justizministerin des Landes der richtige Ansatz ist, sozusagen eine Maßnahme, die wahrscheinlich in ihrer Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit nicht realistisch ist, zwar eine Bild-Zeitung füllt, aber auf der anderen Seite eben keine Möglichkeit der Durchsetzung hat. Und ich glaube, wir können das gerne noch einmal im Ausschuss aufrufen. Ich finde das spannend, das zu diskutieren, wie das Land hier die rechtlichen Einschätzungen der Ministerin bewertet. Ich glaube, das sollte man machen, denn eins ist klar, man sollte den Bürgern nicht vorgaukeln, dass es eine Lösung gibt, die nachher rechtlich, meine Damen und Herren, nicht umsetzbar ist. Das wäre der völlig falsche Weg, auch wenn das zurzeit eine sicherlich sehr populäre Forderung, Frau Ministerin, ist, die Sie dort aufgestellt haben, sollte es trotzdem so wahrhaftig bleiben, dass wir nur Positionen hier formulieren, die auch nachher rechtlich umsetzbar sind und nicht sozusagen ins Wolkenkuckucksheim gehören. Ja, auch das, Frau Kollegin Hoffmann. Ich glaube aber, wie der Ausschuss gibt ja Möglichkeiten, das noch zu diskutieren. Wir haben ja genug Juristen und deshalb auch genug Meinungen, die das Ganze noch einmal hinterfragen können. Die Umweltministerin freut sich. Auch dazu habe ich beigetragen. Mehr kann ich an diesem Tag nicht erreichen, meine Damen und Herren. Auch das ist. Jetzt sage ich mal zu
Zwei Juristen, drei Meinungen ist nicht ganz falsch, aber auch die anderen Berufsgruppen, die ich in meiner Fraktion erlebe, weiß nicht, wie das bei den Kollegen ist, tragen jetzt nicht dazu bei zur Meinungsarmut, das würde ich mal so formulieren. Ich glaube, auch die sind sehr munter in der Debatte. Danke. Ein bisschen Kollegialität unter den Juristen finde ich sehr angemessen, Kollege Weiß. Vielen Dank, dass Sie geklatscht haben. Meine erste Reihe klatscht nicht, das hat wahrscheinlich Gründe der falschen Berufswahl, kann ich jetzt mal sagen. Aber, in dem Sinne, meine Damen und Herren, zurück zum Antrag. Der Antrag der Landesregierung beinhaltet viel Richtiges. Wir werden uns deshalb enthalten. Wir hätten uns auch ein ganzheitliches Konzept in dieser Frage gewünscht. Wir wünschen trotzdem der Landesregierung, bei diesem Unterfangen im Bundesrat hier Zustimmung zu finden, viel Erfolg. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn aus diesem Antrag zum Schluss auch etwas werden würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als Nächster spricht Herr Kollege Honka für die CDU-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als letzter Redner nach einer Regierungserklärung zu sprechen, ist nicht immer das Allereinfachste dabei. Aber ich, ich höre zumindest bei einigen Kollegen, sie freuen sich dann besonders darauf. Das ist doch auch schon einmal etwas wert. Dass Daten ja die Währung des 21. Jahrhunderts sind, ist inzwischen so gut, so ein Allgemeingut, wie wir aber auch alle wissen, dass diese ach so kostenlosen Angebote im Internet gar nicht so kostenlos sind, sondern nur mit einer Währung bezahlt werden, deren wir uns dann häufig nicht bewusst sind, nämlich unseren Daten, unseren Informationen, die wir dort preisgeben. Und an der Stelle, da müssen dann nicht nur die Rechtspolitiker diskutieren, wenn man dann ab und zu mal dem Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen zuhört, ich glaube, dann sieht man sehr genau, dann hört man sehr genau, wo in unserer Welt dann noch die Probleme sind und wo das fehlende Bewusstsein leider bei vielen Benutzern ist. Ich möchte, da Frau Justizministerin König-Hörmann in ihrem Ansatz, in ihrer Regierungserklärung hier einen sehr breiten Ansatz gewählt hat und auch in den Stichworten, die man uns ja vorab zur Verfügung gestellt hat, das klar wurde, daher auch gerne in die Breite gehen bei den Themen. Das erste ist das Thema Zivilrecht. Das Thema Zivilrecht ist das, was uns am meisten beschäftigt oder betrifft jeden Bürger in unserem Land. Und da müssen wir doch feststellen, dass wir noch im materiellen Recht einiges an Änderungen notwendig haben, damit die digitale Welt nicht nur eine schöne virtuelle Spielwiese sein mag, sondern auch auf Dauer in unsere Wirtschaft, in unsere Häuser gesund und munter einziehen kann. Und da ist der Kühlschrank, der die Milch bestellt, egal welche Menge jetzt Herr Dr. Wilken da ganz gerne hätte oder nicht hätte, sicherlich noch ein einfaches und sehr nettes Beispiel, das aber, wenn wir an die automatisierte Wirtschaft denken, an große Unternehmen denken, auf einmal ganz andere Dimensionen erhalten kann, existenzbedrohende Dimensionen erhalten kann, wenn dort etwas schiefgeht. Und von daher halte ich es für klug und richtig, dass, so wie die Justizministerin es dargestellt hat, der Ansatz der Landesregierung, unserer Landesregierung, hier ein sehr breiter, ein ganzheitlicher Ansatz ist, der sich dort breit aufstellt. Ich möchte auf das Thema Strafrecht zu sprechen kommen. Das Thema Strafrecht ist das Recht, was wir gerne bemühen, wo wir sagen, das schärfste Schwert des Staates, was sehr einschneidende Wirkung hat. Und wir haben es in den vergangenen Jahren auch häufig hier miteinander diskutiert über Lücken im Strafrecht in der digitalen Welt. Der frühe Justizminister Hahn hat dort bei der Datenhehlerei angesetzt. Wir haben es jetzt mit Frau Kühne-Hörmann aktuell beim Thema Botnetze in der Diskussion und auch dem Thema digitalen Hausfriedensbruch. Und das nur als kleine Anmerkung am Rande, wer so über die Botnetze und die Initiativen gesprochen hat. Dort geht es genau um Datenschutz. Es geht um den Schutz der Daten der privaten Nutzer, deren Computer auf einmal gekapert werden. Wir haben in diesem Bereich, und ich habe es bereits dargestellt, es gibt noch immer die eine oder andere Strafbarkeitslücke. Und wir können es, finde ich, als aufgeklärte Gesellschaft nicht zulassen, dass eine Tat, die in der realen Welt strafbar ist, nur weil sie in der virtuellen Welt begangen wird, dort auf einmal nicht mehr strafbar ist. Das heißt, diese Lücken müssen wir schließen, um unser Rechtssystem konkurrent darzustellen. Und ich finde, wir als Hessen haben da allen Grund, mit erhobenem Haupt vorneweg zu gehen, denn wir haben mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bereits im Jahre 2010 den Grundstein gelegt, dass unsere hessische Justiz an dieser Stelle federführend vorangehen kann bei der Bekämpfung der Internetkriminalität. Ich sagte im Jahre 2010, es ist eine
Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft, die in Gießen tätig ist, Staatsanwälte, Polizisten, Techniker, die dort ganz eng zusammenarbeiten, immer nur mit einem Gesichtspunkt, in der digitalen Welt das Recht durchzusetzen. Und es ist auch geschildert worden von Frau Justizministerin Kühne-Hörmann, das, was diese Experten dann dort für Erfahrungen machen, wo noch Löcher in unserem Rechtssystem sind, diese dann zurückzuspiegeln an die Ministerien und dann entweder hier einzubringen oder über den Bundesrat einzubringen, damit diese Löcher gestopft werden, damit die Flicken im Netz aufgesetzt werden unseres Rechtssystems, damit dort die Strafbarkeiten durchgesetzt werden können. Und darauf können wir stolz sein, weil die Zentralstelle, die wir in Gießen haben, ist von bundesweiter Bedeutung. Sie gilt gerne für das Bundeskriminalamt als erste Anlaufstelle, wenn es dort Probleme im Internet gibt, wenn es Straftaten gibt, man noch nicht genau die Hintergründe weiß, wo sitzt der Täter, was ist im Internet los, dann geht man dort nach Gießen. Ich glaube, das ist ein Aushängeschild für uns, und da können wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar sein. Insofern kann ich feststellen, an dieser Stelle, an Hessen führt kein Weg vorbei, auch wenn wir es im Justizministerium den Spruch nicht erfunden haben. Aber an dieser Stelle passt er ganz gut. Und wir können insofern feststellen, ich glaube, wir sind insgesamt in der hessischen Justiz im Bereich Strafrecht gut aufgestellt. Unsere Landesregierung macht auch immer wieder entsprechende Gesetzesvorschläge, um die Lücken im Strafsystem, die noch herrschen, zu schließen. Aber, und da ist dann wieder der Bundesgesetzgeber gefragt, für den ganzheitlichen Ansatz dabei, auch gerade im Verfahrensrecht, was Frau Kühne-Hörmann dargestellt hat, ist nun einmal der Bundesgesetzgeber zuständig. Und es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht, wie der derzeitige Justizminister, eine Wahlperiode damit verbringt, dass man unbedingt versucht, die lebenslange Freiheitsstrafe bei Mord abzuschaffen, sondern wenn man eine Kommission einsetzen würde, wie man z. B. die Strafprozessordnung komplett ins 21. Jahrhundert fit macht, auch für die virtuelle Welt. Damit noch einmal kurz zum Zivilrecht drüber, denn das BGB, so alt es ist, das ist ja auch nicht gerade das neueste Gesetz in unserem Land, gilt, egal ob man ein Brötchen kauft oder im Grundsatz auch, ob man ein gesamtes Unternehmen kauft. Und an dieser Stelle muss der Bundestag sehr deutlich noch einmal Hand anlegen, finde ich. Und ich möchte ihm da keine Empfehlung hier geben, was er im Einzelfall tun soll. Aber ich möchte es mal auf einen eher den Hintergrundaspekt lenken, Ihre Aufmerksamkeit. Die Frage bei der Rasanz der technischen Entwicklung im Internet muss unser Gesetzgeber an dieser Stelle auch mithalten, was seine Formulierung angeht. Und ich denke, da ist die ein oder andere Formulierung, die der Gesetzgeber bei Schaffung des BGB gewählt hat, zwar heute sprachlich nicht mehr so richtig, aber sie funktioniert immerhin noch. Und da müssen wir darauf achten, dass wir eine kluge, wieder richtig abstrakte Rechtssprache finden, damit das BGB an der Stelle nicht jeden Monat neu korrigiert werden muss, wenn die technische Entwicklung auf einmal wieder vorangeschritten ist. Ich hatte es vorhin bereits angesprochen, das Thema Industrie 4.0. Es ist ein spannendes Thema. Es sind zwar eher die Wirtschaftspolitiker, die sich darüber gerne unterhalten, was dort los ist. Aber den Rahmen für all diese Unternehmen setzen am Ende die Gesetzgeber, setzen wir in einem Rechtsstaat als Parlamente. Und insofern müssen wir nicht nur darauf achten, dass dort kluge technische Standards herrschen, sondern diese Unternehmer sind auch darauf angewiesen, dass wir klare rechtliche Rahmenbedingungen setzen. Wenn Roboter automatisch Bestellungen auslösen, dann geht es zwar meist nicht um die Milch, wie vorhin genannt, sondern um große Materiallieferungen. Aber da muss der Arbeitgeber wissen, der Unternehmer wissen, dass alles sicher abläuft. Und ich glaube, die Unternehmer in unserem Land, die haben kluge Ideen, auch wie diese Industrie 4.0 unser Land nach vorne bringen kann, unsere Wirtschaftswelt verändern kann und damit die Wohlstände, die Arbeitsplätze sichert und damit Wohlstand in unserem Land sichert. Wir müssen aber als Gesetzgeber, und da ist der Bundestag und die Landtage aufgefordert, den entsprechenden Rahmen liefern, damit das auf Dauer funktionieren kann. Und ich möchte als letztes Beispiel auch noch einmal den digitalen Nachlass ansprechen. Es gibt ja inzwischen, die Fachleute werden es wissen, die ersten Urteile zu diesem Thema, und noch ist das alles sehr überschaubar. Aber die Frage, wem gehören diese Inhalte dort in der virtuellen Welt, das ist, glaube ich, ein sehr sensibler Bereich für gerade für Nachkommen, wenn die Lebenspartner gestorben sind, die Eltern vielleicht gestorben sind. In einigen Jahren wird, glaube ich, die jüngere Generation, die richtig technikaffine, ja leider auch dann in dieses Alter kommen, dass der Gesetzgeber dort Rahmen schafft, dass man weiß, was läuft dort mit dem digitalen Nachlass ab, wer hat welche Rechte. Und ich glaube, das ist ein sensibles Thema. Dem kann sich der Gesetzgeber nicht verschließen, dem muss er sich
stellen. Meine Damen und Herren, ich glaube, abschließend feststellen zu können, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland ein gutes Rechtssystem bisher haben und auch ein gutes materielles Recht insgesamt. Von daher sollten wir auch daran arbeiten, dass in der virtuellen Welt auch in Deutschland auch ein gutes Rechtssystem herrscht und auch gute Gesetze zur Anwendung kommen können. Ich möchte abschließend all denen danken, die in unserem Land tagtäglich für unseren Rechtsstaat aktiv sind. Vor allen Dingen natürlich jetzt in erster Linie die Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Servicekräfte, welchen Titel sie auch alle haben. Denn die besten Gesetze nutzen nichts, wenn man nicht gute Mitarbeiter hat, die ihnen ein Gesicht verleihen, die sie täglich diese Gesetze auch richtig und entsprechend anwenden. Ich glaube, unsere Justiz hat in Deutschland einen guten Ruf, und den hat sie zu Recht. Sie hat auch weit über die Grenzen unseres Landes hinweg einen guten Ruf. Und dass die digitale Revolution auch vor den Gerichten nicht Halt gemacht hat, das wissen wir inzwischen alle, auch aus den Reden des heutigen Tages. Wir wissen auch, die, die unter uns Anwälte sind, dass es manchmal ganz schön schwierig sein kann, selbst wenn man nur ein Auftraggeber ist und nur ein kleines, das besondere elektronische Anwaltspostfach programmieren soll, dass das schon zu Problemen führen kann. Von daher ist, glaube ich, die Aufgabe, vor der die Justiz sich selbst gestellt hat, nämlich die elektronische Akte und den elektronischen Rechtsverkehr flächendeckend in Deutschland einzuführen, quer durch alle Gerichte, durch alle Bundesländer, eine Herkulesaufgabe. Aber ich bin mir sicher, die Justiz wird es in ganz Deutschland schaffen und damit zeigen, dass die Justiz es drauf hat im 21. Jahrhundert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Honka. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Mir ist gesagt worden, der Antrag soll direkt abgestimmt werden. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend digitale Agenda für das Recht, digitalen Hausfriedensbruch bestrafen, Drucksache 19-3507. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und GRÜNEN. Gegenstimmen, das ist die Fraktion der SPD. Enthaltungen, das sind die Fraktionen von LINKEN und Freien Demokraten. Damit ist der Antrag beschlossen mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der SPD und bei Enthaltung der Fraktionen Freie Demokraten und LINKE. Damit ist der Tagesordnungspunkt 2 mit 69 erledigt.